dang 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 Guten Abend und herzlich willkommen zur Chorprobe zu Hause. Mittlerweile sind wir angekommen in der Folge 30 und wer hätte vor knapp einem Jahr gedacht, dass wir tatsächlich 30 Folgen von diesem Format aufzeichnen werden. Ich durfte ja damals die erste Folge
machen und ich hätte mir das nicht vorstellen können. Schon gar nicht, dass nach 30 Folgen immer noch so viele Hunderte von euch jeden Montagabend einschalten. Ich war schon sehr beeindruckt, in der letzten Woche auch diese Karte von Gerrit zu sehen, wo ihr alle mal schreiben konntet, von woher ihr einschaltet und wie sich die Deutschlandkarte und sogar darüber hinaus gefüllt hat. Das war schon sehr beeindruckend. Und dafür nochmal herzlichen Dank, dass ihr so aktiv seid. Das macht auch Hoffnung für die Zukunft. Und ich hoffe, dass wir das auch mitnehmen können als Schwung in die Zeit, wenn wir uns wieder live vor Ort im Chor sehen können. Für dieses kleine 30. Jubiläum habe ich mir auch einen besonderen Ort rausgesucht heute. Das ist hier der Kalmus-Probenraum. Die meisten werden von euch wissen, ich bin also Sänger des Kalmus-Ensembles hier in Leipzig. Und dass ich heute Abend hier bin, hat auch einen ganz praktischen Grund. Gerrit hat davon letzte Woche auch erzählt. Es ist aktuell nicht so einfach, weil wir nicht miteinander singen dürfen in der Kirche, dass wir einen virtuellen Chor formieren und für diese Chorprobe zu Hause auch Aufnahmen erstellen. Und ich habe das große Glück, berufstätig als Sänger zu sein und auch in der Pandemie singen zu dürfen mit meinen lieben Kollegen. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie für heute Abend mal wieder den virtuellen Chor bilden möchten, und ihr habt dann das große Glück, auch mit Kalmus heute Abend singen zu können. Dafür einen herzlichen Dank an meine lieben Kollegen, schon auch von hier. Vielleicht ist das dann auch der richtige Ort für diese Probe. Das Thema ist heute ein Komponist. Ich habe mir meinen guten Freund Jürgen Gerisch rausgesucht. Viele von euch werden den Namen irgendwo im Chorbuch schon mal entdeckt haben oder ihr kennt ihn vielleicht von Chorprojekten oder aus der Kirchenverwaltung oder aus Projektgruppen habt ihr den Namen sicherlich schon mal irgendwo entdeckt. 14 Chorlieder hat Jürgen für unser Chorbuch entweder direkt komponiert, das heißt, er hat die ganze Musik geschrieben und aufgeschrieben, oder er hat Sätze komponiert zu bestehenden Melodien oder auch Bearbeitungen von Sätzen durchgeführt. 14 insgesamt in unserem Chorbuch und 4 davon habe ich heute rausgesucht. Und lieber Jürgen, ich übergebe dir gern auch das Wort und du kannst unsere Sängerinnen und Sänger heute Abend begrüßen. Hallo ihr Lieben, auch ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe Chorprobe zu Hause. Manuel hat für heute Abend Lieder ausgesucht, die ich komponiert habe, und hat mich gefragt, ob ich denn bereit wäre, zu den einzelnen Liedern ein paar Gedanken zu äußern. Das will ich natürlich gerne tun, vielleicht auch ein paar Hintergrundgedanken, wie das Lied entstanden ist, wie es dazu kam, dass ich als Komponist ausgewählt wurde. Gerne will ich das tun und wünsche euch heute für heute Abend viel Freude beim Singen und uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank, lieber Jürgen. Wenn ihr noch ein paar Hintergrundinformationen zu Jürgen haben wollt, gebe ich euch die gern. Jürgen ist also aus Plauen im Vogtland, da ist er geboren, und er hat dann Violine und Musiktheorie in Weimar studiert, später dann auch Dirigieren in Leipzig, ist also Berufsmusiker gewesen, hat rund 20 Jahre lang im Orchester gespielt am Theater Vogtland Plauen. Das ist ein Theater, an dem ich glücklicherweise auch schon mal spielen durfte, aber leider nach der Zeit, nach der aktiven Zeit von Jürgen im Orchester. Ja, und seit 1999 ist er Mitarbeiter der Verwaltung der Neuapostolischen Kirche, dort auch besonders mit musikalischen Aufgaben betreut. Er hat in verschiedenen Projekt- und Arbeitsgruppen der Neuapostolischen Kirche mitgearbeitet, unter anderem in der Erarbeitung des Chorbuches für unsere Kirche. Jetzt kennt ihr Jürgen spätestens jetzt, wenn ihr den Namen im Chorbuch entdeckt oder auch im Gesangbuch, dann wisst ihr besser Bescheid. Ja, und das erste Stück, was wir uns von Jürgen angucken, ist ein Satz Nummer 88. Nun singe Lob, du Christenheit. Und ja, wir sprechen einmal den Text, wir lernen den einmal kennen. Lassen Jürgen gleich auch noch zu Wort kommen, aber stellen mal an den Anfang den Text, diesen schönen Pfingsthymnus, nun singe Lob, du Christenheit. Wir kümmern uns heute um die Strophen 1, 2 und 5. Also lesen wir mal bitte zusammen. Und nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist,
der allerorts und alle Zeit sich gütig uns erweist, der Frieden uns und Freude gibt, den Geist der Heiligkeit, der uns als seine Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. Herr, mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei, dass unsere Liebe immer neu der Einheit Zeugnis sei. Das ist der Text, eigentlich für das Pfingstfest gedacht, aber wenn ihr so die Strophen 1, 2 und 5 euch anguckt, passen die doch auch übers ganze Kirchenjahr hinweg, sicherlich an der einen oder anderen Stelle ganz gut. Ja, der Text ist von Georg Thurmeier. Der hat etwa 300 Kirchenliedtexte in seinem Leben verfasst und viele sind davon auch in unserem Repertoire enthalten. Aber auch für das evangelische und katholische Gesangbuch hat er sehr viel geschrieben. Und der dreistimmige Satz hier ist, wie gesagt, von Jürgen Gerisch. Jürgen hat noch ein paar Informationen für euch, wie es zu dieser Komposition gekommen ist. Bitte schön. Nun singe Lob, du Christenheit. Ja, was soll man zu diesem Lied sagen? Das ist für mich ein ganz normaler Kompositionsauftrag gewesen. Die Melodie und der Text waren vorhanden und der Wunsch war, dass das Lied als dreistimmiger Satz geschrieben wird. Vielleicht als Hintergrundinformation. Es war ja sehr angedacht, möglichst auch viele dreistimmige Sätze ins Chorliederbuch zu übernehmen. Hintergrund: fehlende Männerstimmen in den Gemeinden, deswegen nur eine gemeinsame Männerstimme. Und so bekam ich diesen Auftrag und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein einfacher Satz geworden. Die Melodie hat mir sofort sehr gut gefallen und ich habe mich gerne daran gemacht, diesen Satz zu schreiben. Und ja, nun wünsche ich euch viel Spaß, ihn zu singen. Na dann schauen wir uns die schöne Melodie jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich spiele den Satz einmal vor und ihr könnt einfach ein bisschen mitlesen. Ich lade euch ein, mal alle den Sopran mitzusingen. Hat immer Vorteile, wenn man auch eine andere Stimme singen soll, den Sopran zu kennen, die Melodie zu kennen und auch ruhig mal gesungen zu haben. Nun singe Lob, du Christenheit. Wir machen es nicht zu schnell. Nun und zusammen. Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der alle Orts und alle Zeit sich gütig uns erweist. Ganz genau. Da können wir mal gleich darauf achten, dass wir den Text ganz natürlich sprechen. Ja? Also nicht zu legato, nicht nun singe, Lob, du Christenheit, sondern so, wie man auch erzählen würde, die Nachsilben mal ein bisschen weniger betonen als schwere Silben. Und das machen wir ruhig einfach noch einmal und achtmal auf die natürliche Behandlung des Textes. Nun singe. Alle Sopran bitte. Und. Nun singe, Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der alle Orts und alle Zeit sich gütig uns erweist. Sehr schön. Und wir schauen gleich mal in die Altstimme. Da ist die erste Strophe auch dicht dran im Text. Und deswegen nehmen wir auch den Text der ersten Strophe. Hier geht's los. Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der alle Orts und alle Zeit sich gütig uns erweist. Genau, Sopran und Alt, bitte noch einmal zusammen.
erste Strophe ordnet. Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der allerorts und alle Zeit sich gütig uns erweist. Okay, und für die Männer nehmen wir mal die fünfte Strophe. Die wollen wir eh zusammen singen und da ist der Text schön dicht dran. Geht auf einem hohen Ton los. F. Herr mache. Und Herr mache uns im Glauben treu und in der Wahrheit frei, dass unsere Liebe immer neu der Einheit Zeugnis sei. Ist, glaube ich, alles nicht besonders schwer, das hat Jürgen auch schon angedeutet. Ich hoffe, ihr kommt gut zurecht. Wenn nicht, drückt kurz auf Pause, spult zurück und wiederholt gerne die Stimme nochmal. Ja, das ist natürlich ein in Klammern gesetzter Auftaktton für die Männer. Und das könnte den ein oder anderen Bass zum Schwitzen bringen. Nun gibt es aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also entweder man kriegt das gar nicht und alle Versuche scheitern und man lässt den Ton einfach weg. Das könnte eine Möglichkeit sein. Aber vielleicht ist es zu einfach, da schon vorher zu kapitulieren. Eine andere Variante wäre tatsächlich, kopfig einzusetzen, also in der Kopfstimme einzusetzen und erst später im Verlauf dieser absteigenden Linie in die brustige Mittelstimme zu gehen. Das klingt dann so ein bisschen gemacht, ich kann es auch gern vormachen, auch wenn man das eigentlich solistisch nicht hören möchte, auch nicht von mir. Herr, mache uns im Glauben treu. Also da gibt es dann irgendwann den Bruch, ne? Aber man kann das ganz gut kaschieren und es ist auf jeden Fall besser, als den ersten Ton laut, auch als tiefe Stimme, rauszupressen. Denn das ist ein Auftakt, ja? Es soll hier aus einem Ton eine Linie auseinandergehen. Und das ist in den Frauenstimmen ein tiefer Ton, das heißt, der ist eher weich, der ist nicht so stark und präsent, sondern es entspringt aus einem weichen Klang etwas. Und wenn die Männer da ein hohes F im Forte rauspressen, dann mischt sich das nicht gut. Also wirklich auftaktig denken, eher weich, eher kopfig. Genau. Und eine Variante, ich habe das mit Jürgen nicht abgesprochen und ich hoffe, dass er sich nicht einen bösen Anruf hinterher von ihm kriege. Aus meiner Sicht wäre es in diesem Satz tatsächlich auch denkbar, den ersten Ton zu oktavieren. Weil das vom Stimmverlauf in den Stimmen schon funktioniert im Bass. Das klingt dann. Nun singe Lob, du Christenheit. Das könnt ihr mal mit mir zusammen singen und ich spiele auch den ganzen Satz dazu. Das und. Nun singe Lob, du Christenheit. Und so geht's dann weiter. Ist vielleicht eine Option, wenn es gar nicht anders funktioniert. Genau, jetzt haben wir alle Stücke, alle Stimmen mal beleuchtet und ich lade euch einfach ein, nochmal mit mir zu singen. Es ist ja ganz interessant, mal zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn wir in so einen Viertelpuls gehen und was würde passieren, wenn wir in einen halben Puls gehen, also wenn wir weniger Schwerpunkte schaffen. Und das machen wir einfach mal. Wir singen mal die erste und zweite Strophe. Und die erste denken wir in einem Viertelpuls. Also nun singe Lob, du Christenheit. Und die zweite aktiv in der Frieden uns und Freude gibt. Also die Schwerpunkte nur auf die 1 und 3 des Taktes. Ich probiere es im Satz auch ein bisschen deutlich hörbar zu machen. Erste Strophe bitte. Und nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der alle Ort und alle Zeit sich gütig uns erweist,
der Frieden uns und Freude gibt, den Geist der Heiligkeit, der uns als seine Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. Geht beides irgendwie, ja? Es ist beides möglich, wirklich diese Viertel noch zu spüren oder auch tatsächlich in den noch schwungvolleren halben Takt zu gehen. Von der Atemphrasierung würde ich vorschlagen, dass man sich an den Kommatas orientiert, das heißt, wo keine Kommas stehen, könnte durchgesungen werden, wo Kommas oder Satzzeichen stehen, könnte geatmet werden. Das ist dann besonders mal an so einer Stelle. Ich habe da zwar jetzt auch immer geatmet, weil ich alleine war, aber in Takt 6 zum Beispiel haben wir den Unterschied, in der ersten Strophe könnte man durchsingen, alle Zeit sich gütig uns erweist. In der zweiten Strophe haben wir ein Komma nach liebt, Kirche liebt, ihr Einigkeit verleiht. Und wenn ihr in die fünfte guckt, da steht wieder kein Komma, könnte man also durchsingen. Ich glaube, so hat Kalmus das auch gemacht im virtuellen Chor gleich. Ja, mehr möchte ich zu diesem kleinen Stück gar nicht sagen. Wir singen das jetzt zusammen, dreistimmig. Wir haben es auch nur dreistimmig aufgenommen mit drei Sängern von Kalmus. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei, das zu singen. Das nächste Lied, was wir uns angucken wollen, ist Chorbuch Nummer 298, O wunderbare Speise. Und da lassen wir gleich mal zu Beginn den Komponisten Jürgen zu Wort kommen. Bitte schön. O wunderbare Speise, ein wunderschönes Abendmahlslied. Also, dass ich diesen Auftrag bekam, zu dieser Melodie wiederum einen dreistimmigen Satz zu schreiben, darüber habe ich mich sehr gefreut. Eine ganz bekannte alte Melodie, sicherlich mit Taktwechseln, die nicht ganz unkompliziert sind beim Singen, aber die natürlich dem Lied einen wunderbaren, langsamen Fluss geben. Ja, natürlich dann dieser Text, Leib und Blut Christi, unsere wunderbare Speise. Ein wunderschönes Lied zum Heiligen Abendmahl. Ja, und zum Hintergrund vielleicht noch gesagt, es gibt ja diese Melodie im Chorbuch dreimal. Zwei Komponisten erhielten den Auftrag, einen dreistimmigen Satz zu schreiben. Und es war ursprünglich gedacht, dass man beide Sätze je nachdem mit zwei Liedern, mit einem Lied verwendet. Und am Schluss entschied man sich aber aus Gründen der Praktikabilität, dass es besser wäre, alle drei Melodien hätten den gleichen Satz und da fiel die Wahl auf meinen. Ja, auch das Lied hat mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet und ich wünsche euch auch damit viel Schönes, gutes Gelingen. Ja, und auch ich freue mich, euch noch ein paar Hintergrundinformationen vor allem zum Text geben zu können. Also, das ist ein katholischer Eucharistie-Hymnus in lateinischer Sprache. Das heißt, dass im 17. Jahrhundert in Würzburg dieser Hymnus, diese Melodie in einem Gesangbuch aufgetaucht ist in lateinischer Sprache und dieser Hymnus, der wurde zur Feier des Heiligen Abendmahls damals komponiert und dann auch gesungen. Der Verfasser ist unbekannt, aber ist halt
Diese Melodie ist erstmalig in diesem Gesangbuch 1649 aufgetaucht. Und hier haben wir aus dem lateinischen Text eine Übertragung ins Deutsche. Heißt, das ist keine wortwörtliche Übersetzung, sondern tatsächlich eine Übertragung sinngemäß. Die Melodie, ja, zu dem Text gibt es verschiedene Melodien. Diese hier, die erinnert an ein Volkslied. Ich spiele euch zuerst mal 289. Ihr könnt ein bisschen mitlesen, das Stück vielleicht kennenlernen. Und danach spiele ich euch mal das Volkslied. Könnt ihr in den Chat zwischendurch reinschreiben, ob ihr es schon erkannt habt. Leider nicht live, das heißt, ich kann nicht im Chat nachgucken, aber ich wette, einige von euch haben richtig geantwortet. Innsbruck, ich muss dich lassen. Daran orientiert sich diese Melodie, die uns hier auch vorliegt, zu O wunderbare Speise, also von Heinrich Isaak, eine ganz tolle und alte Melodie. Ja, der Rhythmus, Jürgen hat es schon angesprochen, der kann eine Herausforderung sein. Und ich erinnere mich gern an die Chorprobe mit Volker Hittfeld, die erste Chorprobe mit Volker Hittfeld aus Berlin, wo er sagte, das sieht kryptisch aus. Genauso ist das hier auch. 6/4, 3/2, 2/2. Was soll uns das wohl sagen? Und da sagte er, das muss uns gar nicht beunruhigen. Das gilt hier auch. Ich lade euch einfach mal ein, mit mir zusammen den Rhythmus zu sprechen. Wir klatschen, ihr könnt auch gern schon mitklatschen, auf halbe Noten. Durchweg, halbe Noten. Oh, wunderbar. Ungefähr so im Rhythmus, im Tempo. Und oh, wunderbare Speise, auf dieser Pilgerreise, oh Manna Himmelsbrot, wollst unsern Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Genau. Das heißt, diese 3/2 und 2/2 Takte, die sind relativ leicht zu verstehen. Da gibt es also mal 3 und mal 2 in einem Takt. Das wechselt so ein bisschen und da kommen wir nicht aus dem Metrum raus, aber ihr merkt, es gibt immer so Verschiebungen, das sind die 6/4 Takte. Und das sind die Takte 1, das ist, der erste Ton ist ein Auftakt, also der zählt nicht dazu, Takt 1, 3, 7 und 9. Und ihr wisst ja, im 6/4 oder 6/8 Takt, den kann man so dam, 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 dam dirigieren. Oder man dirigiert ihn in halben Takt. Das schwingt dann mehr. Das kennt ihr aus anderen Liedern auch. Ja? Dadurch wird das ein bisschen schwingender. Und so ist das vielleicht hier gedacht, dass man die plötzlich nicht mehr in kleinen Metren zählt, sondern in schwingenden Halben. Und dann klingt das Ganze so. Dieser Takt 1 zum Beispiel. Wunderbare Speise. Auf dieser Pilgerreise. Wir halbieren den Takt also einfach.
Wunderbare Speise dieser Pilgerreise. Genau, und danach geht es sofort wieder in diesen halbe Puls. Probieren wir mal zusammen. Ich leite euch auch ein bisschen an, ich klatsche dazu. Mal nur die ersten vier Takte. Und, oh, wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. Genau, das machen wir ruhig nochmal. Das heißt, Takt 1 und Takt 3 kommen in diesen schwingenden Rhythmus. Einmal noch und dann gehen wir auch gleich weiter. Und, oh, wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. O Manna, Himmelsbrot, jetzt kommt wieder einer, wollst unseren Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Also nur viermal gibt es diese Sechsertakte. Und jetzt mit dieser Erkenntnis hören wir uns das Lied nochmal an. Ihr dürft aber auch schon gern singen, wenn ihr mögt. Achtet mal auf diese schwingenden Takte zwischendurch. Und. Hier machen wir es so, dass wir alle die Melodie erst einmal singen. O wunderbare Speise. Nicht zu schnell. Und. O wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. O Manna, Himmelsbrot, wollst unseren Hunger stillen. Mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Genau. Und gern einmal die Männer dazu. Die anderen Stimmen können auch weiterhin Melodie singen. Und. O wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. O Manna, Himmelsbrot, wollst unseren Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Gut, und auch noch den Alt. Mal zusammen mit dem Sopran. Bass kann auch, oder Männer können auch gern mitsingen. Ich spiele aber Sopran und Alt und singe den Alt. Erste Strophe. Und. O wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. Manna, Himmelsbrot, wollst unseren Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Genau, ihr hängt mal so über, kurz mit dem Erfüllen und ewigen Tod zum Schluss auch. Aber ich denke, das ist lösbar, wenn man einmal das Metrum und diesen Puls des Liedes gut in sich aufgenommen hat. Ja, diese Sechsertakte, die vier Sechsertakte, die führen meistens auf den nächsten Takt hin. Nun sind die allermeisten von euch keine Dirigentinnen und Dirigenten, sicherlich. Aber die Chorprobe zu Hause hat auch die Ebene, dass wir Schulungsmaterial für hinterher, wenn es wieder losgeht, zur Verfügung stellen wollen. Deshalb bitte erlaubt mir ganz kurz den Exkurs, wie man es vielleicht dirigieren könnte. Die Sechsertakte würde ich tatsächlich unterteilen in zwei und dazwischen wieder in die halben
gehen. Also, wir starten eigentlich mit einem Dreiertakt. Eins und oh, wunderbare Speise. Das ist ein Dreier auf dieser Pilgerreise. O Manna Himmelsbrot, wollst unsern Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, die Halben zu dirigieren, außer in den Sechsertakten. Da gehen wir auf halbe Takte und dieser Puls ist etwas länger. Ich lade euch einfach ein, das Lied noch einmal mit mir zu sprechen. Wir sprechen gemeinsam und alle Dirigentinnen und Dirigenten dirigieren mit. Ich probiere beides zu machen. Ja? Gesprochen. Mit dem Dreiertakt geht's los. Eins, zwei, oh. Und eins, zwei. Oh, wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise. O Manna Himmelsbrot, wollst unsern Hunger stillen, mit Gnade uns erfüllen, uns retten vor dem ewigen Tod. Genau. So, denke ich, kommt das ganz schön ins Fließen und vor allem auch in die natürliche Sprache. Wir wollen zusammen die Strophen 1, 3 und 4 singen. 3 und 4, damit haben wir uns jetzt noch gar nicht beschäftigt. Deshalb lesen wir die mal noch. Auch sehr schön zum Heiligen Abendmahl. Lesen wir die zusammen. Und Herr, die wir hier auf Erden von Not bedrängt werden, gib deine Gnade kund, denn allen willst du geben mit deinem Blut das Leben, dies ist der neue ewige Bund. Das ist eine gute Vorübung vor dem Singen. Noch die Strophe 4 bitte. Eins und. O Herr, was wir hier schauen, im Glauben und Vertrauen, das zeige uns im Licht und lass es einst geschehen, dass wir dich ewig sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ein wirklich sehr schöner Text. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude dabei, das wieder mit Kalmus zu singen. Das folgende Lied schildert wohl eine der entscheidendsten, wichtigsten und auch emotionalsten Begebenheiten der Heiligen Schrift.
Man muss sich vorstellen, Jesus Christus kehrt zu seinem Vater zurück. Es geschieht die Himmelfahrt. Jesus entschwindet aus den Augen seiner Jünger und sie waren ratlos, sicherlich auch unruhig, verzweifelt vielleicht. Und dann erscheinen diese zwei sogenannten weisen Männer, besser gesagt Männer in weißen Gewändern. Man kann davon ausgehen, dass es Engel Gottes waren. Und meinten und sagten ihnen und gaben ihnen die Botschaft mit, dass dieser, der gen Himmel gezogen ist, wiederkommen wird. Also eine ganz spannende Geschichte. Warum dieser Text vertont? Es war auch ein Anliegen, in dem neuen Chorbuch ganz bewusst Texte aus der Heiligen Schrift zu vertonen. Und gerade diese Begebenheit ist ja eine ganz wesentliche. Als Christus gen Himmel fuhr, die Problematik liegt darin, Text aus der Heiligen Schrift hat keinen Sprachrhythmus. Das heißt, man muss die Melodie oder den Satz an den Rhythmus des Textes anpassen. Und da geht mal schneller, mal langsamer, das sind mal zwei Worte, das sind mal sechs Worte. Deswegen war diese Komposition nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Aber es war natürlich ein großer Reiz, dieses Bibelwort in Töne umzusetzen. Und weil es wieder mal so war, dass keiner sich an dieses Lied ranwagte und ich immer gesagt habe, ich probier's mal und wenn es euch nicht gefällt, werft's einfach einen Papierkorb. Da hatte ich nie ein Problem. Und dann habe ich dann doch mich an dieses Lied herangewagt und es kam am Ende nach einigen Änderungswünschen in das neue Chorbuch. Am Anfang wirkt das Lied natürlich sehr unruhig. Ich habe es vorhin beschrieben. Es ist eine Situation, wo die Jünger mit Sicherheit nicht gleich zurechtkamen. Der Herr ging von ihnen. Und diese Unruhe spürt man natürlich auch zu Beginn des Liedes. Und was ich natürlich noch versucht habe, immer wenn es in dem Text davon heißt, dass sie gen Himmel sahen, dass Jesus Christus gen Himmel gefahren ist, die Melodie natürlich nach oben zu führen und an der Stelle, wo davon die Rede ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird, danach entsprechend die Melodieführung so sein sollte. Ich freue mich ganz besonders, dass das Lied heute Abend auf dem Programm steht, weil das war, wie schon gesagt, keine einfache Geburt und ist auch nicht einfach zu singen. Ich freue mich, dass ihr es probiert und wünsche euch auch darin viel Erfolg. Vielen Dank, lieber Jürgen, für diese Einführung in dein Stück. Ja, das ist schon interessant, mal zu hören, was einen so bewogen hat, dann auch so einen Text zu wählen und welche Schwierigkeiten hier und da vielleicht auch dann in der Herangehensweise damit verbunden sein können. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte das Lied, bevor ich es aufgeschlagen habe für diese Chorprobe, auch nicht. Und ich lade euch einfach ein, es mal am Klavier zu hören. Ich spiele es euch gern vor. Ihr bleibt mal ganz entspannt, wir gucken uns die Töne dann an und ihr gewinnt vielleicht erstmal einen Eindruck dieses Stückes.
Genau, so klingt dieses Stück. Zum Text hat Jürgen ja schon viel erzählt, auch zu der Herangehensweise. Und wenn man das so aufschlägt, dann fällt natürlich erstmal auf, es gibt verschiedene Tempoangaben und da gilt es erstmal, das richtige oder ein gutes Tempo für dieses Stück zu finden. Als ich es mir das erste Mal durchgespielt habe, war für mich relativ schnell klar, das gute Tempo orientiert sich an dem Schluss, an Takt 16. Das ist ja wieder A-Tempo, steht ab Takt 13, soll also das Tempo des Anfangs sein. Danach ändert es sich nicht mehr, also ist Takt 16 auch das Tempo des Anfangs. Also können wir dann Takt 16 zu Takt 1 auch im Tempo verbinden. Und was ist für dieses wird so wiederkommen ein gutes Tempo? Vielleicht das, was ihr gerade gehört habt. Wiederkommen. Steht ja auch drüber, gemäßigtes Tempo. Also es ist klar, es ist deutlich gemacht, dass es hier kein sportliches, sehr schnelles Tempo sein soll. Und dieses fließende Abtakt 16, das ist vielleicht dann auch das Tempo für den Anfang. Wenn das die Viertel sind, wird so, dann wäre es und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr. So bin ich auf das Tempo gekommen. Ja, Ritardando steht am Ende der ersten Zeile, deswegen steht ab Takt 4 nochmal A-Tempo, also dass man das Tempo wieder aufnehmen soll vom Anfang. Und dann gibt es diese Stelle mit den Fermaten ab Takt 7, die sagten, jetzt kommt bewegter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, weil die ein bisschen aufgeregt waren. Ihr Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel oder seht zum Himmel? Dieser Jesus, das hat dann wieder die Aussage, die Kraft, dadurch etwas langsamer wieder als dieses Bewegte, dieses Aufrüttelnde. Das kann also schneller sein und danach gehen wir wieder in das Tempo des Anfangs. Ja, das Stück hat verschiedene Teile, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, unbewusst. Und der erste Teil geht für mich bis die Sagten, also bis zu Bewegter. Und bis dahin gucken wir uns mal die Töne an. Ihr dürft alle schon gern mitsingen, aber wir gehen einmal nacheinander die Töne durch. Ich beginne mit dem Sopran. Und los geht's. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Genau. Bis dahin vielleicht gar nicht so schwer. Wir nehmen mal den Alt dazu. Sopran. Und als. Und. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten. Genau, bitte darauf achten, dass in Takt 6 erst Fis kommt und dann F. Ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Den Tenor bitte. Und ich sing's mal eine Oktave tiefer. Und. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, und Tenor und Bass bitte. Die anderen Stimmen können auch gerne dazu singen. Und. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen
Wesen gewenden. Genau, dieser Fingerzeig in Takt 4, siehe, da standen. Das darf natürlich gern hörbar sein, dass die Männer hier in dem Fall tatsächlich zuerst das gesehen haben. Die sagten, und jetzt kommen wir in den zweiten Teil, und der geht für mich bis zum Ende der ersten Seite und hat ein anderes Tempo. Wir schauen mal die Frauenstimmen zuerst an. Gleich beide zusammen, so schwer ist es nicht. Und ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Genau, noch einmal und ich singe dann den Alt, wenn sich's teilt. Und ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Genau. Und die Männer, die setzen etwas später ein, machen wir auch gleich zusammen. Ihr Männer, das ist euer Auftakt dann. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Genau, den Tenor mache ich jetzt nicht extra, weil ihr habt nur zwei wechselnde Töne. Ich denke, das habt ihr jetzt schon so hinbekommen. Noch einmal zusammen den zweiten Teil, ihr Männer. Und wie Jürgen gesagt hat, da geht der Blick zum Himmel und deswegen auch die Melodie im Sopran nach oben. Und dort oben ist dann dieser Jesus. Ja, er bleibt im Sopran, also auf der gleichen Tonhöhe. Jetzt haben wir wieder das Tempo des Anfangs. Dieser Jesus. Mal bitte der Sopran. Und. Der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde. Das ist für mich der dritte Teil, nur diese Zeile. Das ist jetzt der Alt. Und dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde. Genau. Bass. Ihr habt ein paar Pausen dazwischen. Ihr singt nur Jesus. Und Jesus, der gen Himmel aufgenommen wurde. Genau, noch einmal langsam. Der gen Himmel aufgenommen wurde. Ist aber eigentlich auch eine logische Basslinie, die euch bestimmt nicht so fremd vorkommt. Und zum Schluss nehmen wir noch den Tenor mit dazu. Dieser Jesus, der gen Himmel aufgenommen wurde. Alle zusammen. Und gen Himmel aufgenommen wurde. Und weiter. Wird so wiederkommen. Okay, der Sopran und Bass, denke ich, die beiden Stimmen kommen auch ohne Hilfe da gut zurecht. Wir machen nochmal den Alt. Ab Takt 16. Ich spiele auch mal Bass und Sopran dazu. Die
und wird, nicht die, wird. Wird so wiederkommen, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Genau, okay. Die zweite Klammer, die kriegt ihr dann, glaube ich, so hin. Das ist eine aufsteigende Linie. Und der Tenor noch. Mal Tenor und Bass zusammen. Wird so wiederkommen, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Genau. Ja, euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass in Takt 17 eine Achtelpause verzeichnet ist und die hat einen kleinen Layout-Fehler. Nämlich im Tenor haben wir eine Achtelnote bei So und im Bass haben wir eine Viertelnote und danach steht eine Achtelpause, die aber so aussieht, als ob sie für beide gilt. Da das nicht ganz klar ist, habe ich mal bei Jürgen nachgefragt und die gilt nur für den Tenor. Das heißt, der Tenor schnappt kurz und der Bass darf aber gerne durchsingen. Der Grund dafür ist, dass wenn alle durchsingen würden, C, D und B gleichzeitig klingen würden. Die liegen sehr dicht beieinander und bilden eine scharfe Dissonanz. Und da wollte Jürgen gern eine von denen rausnehmen. Und das war dann das D. Also einfach so wiederkommen. Kurz lüften, als ob ihr eine Atemzäsur dort macht im Tenor. Okay, jetzt haben wir das ganze Stück eigentlich einmal erarbeitet mit in den Stimmen und ich lade euch jetzt ein, das Ganze mit Kalmus zu singen, wenn ihr nochmal nachproben wollt hier und da. Das war natürlich jetzt ein relativ schnelles Tempo für so ein längeres neues Stück. Dann könnt ihr einfach zurückspulen und ansonsten wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß mit Kalmus. Willkommen zurück und wir widmen uns jetzt dem letzten Stück dieser Chorprobe, Nummer 385, Herz und Mund und Tat und Leben. Und auch dazu gibt uns Jürgen ein paar Hintergrundinformationen. Herz und Mund und Tat und Leben. Ein sehr bekannter Text, schon Johann Sebastian Bach schrieb zu diesem Text, zu diesem Gedicht eine Kantate und der Text schien auch in der Projektgruppe Chorliteratur, zu der ich ja auch fast 10 Jahre gehörte, den Text sehr schön und man wollte ihn auch gerne vertont mit im neuen Chorbuch haben. Leider konnten nur 2 Strophen Verwendung finden aus theologischen Gründen und
Die Frage stand wieder im Raum, wer versucht's mal? Ich habe gesagt, ich probier's mal. Und als ich eines Tages den Zettel mit diesen kurzen Strophen in der Hand hatte, hatte ich eine Idee und setzte mich ans Klavier und schrieb sie nieder. Und ihr dürft sie jetzt singen. Ja, Jürgen hat es schon angedeutet, Johann Sebastian Bach, der hat über diesen Text eine Kantate geschrieben. Und der Text ist von Salomon Frank, das war ein Jurist und Dichter aus Weimar, der zu Bachs Zeiten lebte und der oft für Kantaten von Johann Sebastian Bach gedichtet hat. Nämlich 20 Texte von Bach-Kantaten stammen von Salomon Frank und alle aus der Weimarer Zeit. Also er hatte dort besonders viel Kontakt, als Bach da in Weimar lebte, also in jungen Jahren. Ja, ein Satz, der übersichtlich ist tatsächlich. Also man kann ihn schnell erfassen. Wir haben, wie Jürgen sagte, schon 2 Strophen, die sind aber aneinander kopiert. Und es ist schnell lernbar, das werdet ihr gleich auch merken und durch die Wiederholung dann auch 2-mal hintereinander zu singen. Wir haben einen Notationsfehler, auf den will ich gleich hinweisen, und zwar in den Takten 4 und 8. Es ist die gleiche Musik, aber es wiederholt sich ja. In Takt 4 ist der erste und zweite Ton in den Männerstimmen nur mit einem Notenhals nach unten versehen. Der Tenor würde da also eigentlich schweigen, aber es fehlt auch die Pause jeweils. Und natürlich muss es so sein, dass auch die Tenöre diese beiden Töne mitsingen. Also ihr könnt einfach mit dem Bleistift einen Notenhals rechts neben den jeweiligen Notenkopf noch nach oben ziehen, sodass auch die Tenöre diesen Ton mit den Bässen zusammen singen. Ja, ich glaube, das ist ein Lied, was ihr eigentlich vom Blatt singen könnt. Deswegen gehen wir nur kurz rein in die Töne, machen mal Sopran und Tenor, Sopran und Alt natürlich zusammen. Los geht's und... Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christo Zeugnis geben, ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Genau das ist der Sopran. Ich sing mal den Alt. Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christo Zeugnis geben, ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Genau, und die Männer, die haben diese wechselnden Akkorde auf die Halben. Tenor und Bass, los geht's. Herz und Mund und Tat und Leben, ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Ich denke, die Tenöre konnten ihre Töne gleich mitfinden. Es sind wenige Wechsel und das habt ihr sicherlich gut geschafft. Einmal die erste Strophe. Und. Zweite Strophe singen wir dann ja auch noch. Es ist so, wenn man am Klavier sitzt und das Ganze am Klavier spielt, dann bin ich dazu geneigt, nicht jede Viertel, die sich wiederholt, auch neu anzuschlagen und da zu einem größeren Legato zu kommen. Ja, also nicht zu spielen in der zweiten Zeile. Ohne Furcht und Heuchelei. Das würde das Ganze ein bisschen zerhacken, das Lied, sondern eher in Vierteln, also in Halben zu denken. Also wenn sich die Töne wiederholen, würde ich die am Klavier
unabhängig davon, dass man das dann auch noch singen will, aber als Klavierstück sozusagen nicht extra anschlagen, weil der Legato-Fluss doch wichtig ist für das Stück. Das kann uns aber helfen beim Singen, diese Erkenntnis, dass wir eben nicht jede Viertel gleich stark betonen. Ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Sondern wenn wir diesen halbe Puls, es steht ja auch drüber, vier halbe Takt, also sind die Viertel eigentlich zusammengefasst immer. Zwei Viertel sind zusammengefasst auf einen Schlag. Und so kann sich auch ein schöner Legato-Klang entwickeln. Also das ist dann im Bass in Takt 3. Ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Dass die zusammengefasst dann doch ein Legato ergeben. Wir schauen uns noch die zweite Strophe an. Schäme dich, o Seele, nicht. Und los geht's. Jürgen hat ja selbst davon gesprochen, dass es mehrere Strophen des Textes gibt und dass hier zwei vertont wurden. Das heißt, auch wenn das durchkomponiert hintereinander steht, haben wir nun also die Bestätigung des Komponisten, dass es zwei Strophen sein können und sollen. Und da gibt es am Ende der zweiten Zeile diesen Doppelstrich. Und das heißt, wir können es behandeln wie eine zweite Strophe. Also ruhig auch eine kurze Pause einlegen. Es muss nicht sofort weitergehen. Das Tempo haben wir jetzt ja schon so gewählt, sollte ein gutes Erzähltempo sein, dass es gut fließen kann. Ansonsten ist das, glaube ich, relativ einfach zu singen. Es ist schön, dass wir das jetzt auch als Schlusslied mit in den Abend nehmen können. Und ja, ich verabschiede euch schon mal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich darauf, das jetzt noch mit euch gleich zu singen. Danke nochmal, Kalmus, für die Unterstützung auch heute beim virtuellen Chor. Euch wieder fürs Einschalten. Jürgen, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute Abend deine Gedanken mit zu deinen Liedern bei der Chorprobe gegeben hast. Und bevor wir jetzt das Schlusslied singen, sei dir nochmal auch als Abschluss das Wort gegeben. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. So, ihr Lieben, das war auch von meiner Seite die heutige Ausgabe von Chorprobe zu Hause. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Vielen Dank, dass ihr mit sicherlich viel Inbrunst meine Lieder gesungen habt. Kommt gut durch die Zeit. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss.